Willkommen zurück zu SFS Colony. Ja, hier haben wir die Mars-Basis. Und ich habe es erst recht spät bemerkt, dass wir die Basis eigentlich weiter nach rechts schieben müssen. Also ich hatte eigentlich vor, hier links, also hier wo die Basis steht, solche Sachen wie die Solarzellen, wie den Erzbohrer, die Satelliten aufzubauen und weiter rechts die Marsbasis hinzustellen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Rover ja irgendwo hinfahren muss. Und wenn weiter rechts solche Sachen wie Solarzellen sind, dann kann er ja nicht wegfahren. Deshalb müssen wir die ganze Basis jetzt nach rechts verschieben. Und das ist super leicht. Ich zeig's euch mal kurz. Ja. Wir können die ganze Basis einfach nur durchdrehen und entgegendrehen, vom Fleck bewegen. Müssen dabei vorsichtig sein, damit wir die Basis nicht kaputt machen. Keine Sorge, ich habe das abgespeichert, also einen kleinen Quick Save gemacht. Und ihr seht, wir haben uns schon ein kleines Stück bewegt. Und das machen wir jetzt einfach nur so lange, bis wir da rechts ankommen. Und wenn ich fail, muss ich natürlich von vorne anfangen. Okay, das war ein bisschen viel jetzt. Komm schon. Und ja, da ist die Basis auch schon kaputt gegangen. Aber ihr seht jetzt das Prinzip, deshalb werde ich das jetzt einfach mal machen. Also, bis gleich. So, da haben wir es auch hingekriegt. Auch nochmal schnell abgespeichert. Ihr seht, wir sind jetzt viel näher an dem Rover dran. Und ich wollte nicht ganz auf diesen Hügel da drauf, weil sonst die ganze Basis schräg steht und eine ganze Menge mehr Füße in der Luft schweben. Ich meine, es sind hier schon recht viele. Ich glaube, ich könnte das sogar ein bisschen weiter nach links machen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so und dann gehen wir jetzt zum Editor und beginnen eigentlich erstmal die Folge, und zwar mit dem Erzbohrer. So, also da sind wir im Baueditor und hier haben wir den Erzbohrer. Den haben wir schon vor einer ganzen Weile designt. Ich habe auch nichts weiter daran geändert, weil er so ganz gut aussieht. Ist natürlich ein bisschen größer als der vom Mond. Wir haben ja hier auf dem Mars natürlich auch eine größere Basis. Und das Ganze diesmal nicht mit der Atlantis 3, sondern mit der Atlantis 2. Es liegt einfach daran, dass der Erzbohrer 12,5 Tonnen oder so wiegt. Also sehr, sehr wenig. Die anderen Sachen haben so 20, 25 Tonnen gewogen. Der wiegt einfach nur die Hälfte, deshalb haben wir hier die Atlantis 2. Gut, genug geredet und los geht's.
So, da sind wir gelandet. Ihr seht, oben ist der Separator kaputt gegangen. Eigentlich nicht so schlimm. Ja, es hat ja trotzdem noch geklappt. So, hier haben wir ja recht wenig Treibstoff. Ich glaube, da brauche ich zwei Raketen. Hier können wir die Mission beenden. Hier auch. Und ja, dann gehen wir mal raus, zoomen wir mal raus auf zum Mars. So, ein bisschen näher ran. Und da haben wir unseren Erzbohrer in der Basis. Links haben wir noch einiges am Platz. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.